herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Es fehlt heute an den Impulsen von Seiten der Wall Street. Aufgrund von Thanksgiving bleiben die Börsen in den USA geschlossen. Und der deutsche Leitindex, der kommt daraufhin nicht so richtig in die Gänge. Die 13.300-Punkte-Marke zuletzt ja ein hartnäckiger Widerstand und eine Hürde, die man eben immer nur zeitweise und kurz mal knacken konnte. Heute hier weiter im Fokus. Das mit der Nachhaltigkeit, das muss aber nach wie vor unter Beweis gestellt werden. Und natürlich ist in diesen Kursen und der zuletzt gesehenen Rallye schon einiges Positives eingepreist. Und somit wartet man natürlich auf eine weitere wirtschaftliche Erholung. Aber mit dem Thema und dem Rahmen der Corona-Pandemie könnte das eben durchaus auch etwas holprig verlaufen. 13.309, der aktuelle Stand jetzt hier, ein Plus also von 0,2%. Wir werfen einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir heute an Platz 1 das Papier von Palantir Technologies, Xiaomi, TUI, BYD und Varta. Und wir werfen einen Blick auf das Papier von TUI. Die Touristikbranche, die wurde besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen. TUI musste harte Sparmaßnahmen einleiten und konnte nur dank staatlicher Unterstützung überleben. Mit den jüngsten Impfstoff-News hat die Aktie aber ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Und nach solch einem fulminanten Anstieg wird aktuell so ein bisschen bei der Aktie eben durchgeatmet. Kurzfristig sind auch kaum Reisen durchführbar und es laufen aufgrund der Liquiditätslage auch bereits schon wieder Gespräche über neuerliche Staatshilfen. Mittelfristig könnte sich der Touristikbereich aber wieder normalisieren. In den USA und Europa stehen ja wirksame Impfstoffe kurz vor der Zulassung. Ein weiteres Papier, auf das wir schauen, ist BYD, die Aktie des Automobilherstellers. Die konsolidiert auf hohem Niveau. In den letzten Tagen meldeten sich aber gleich drei Analystenhäuser mit einem Update zu Wort. Und bis umgerechnet 37 Euro sieht man Potenzial bei dem Papier von BYD. Fakt ist, BYD profitiert von der schnellen Erholung der Autonachfrage in China. Darüber hinaus kommt die eigene Batteriesparte als Beschleunigungsfaktor. Und mit der Elektrolimousine Han hat BYD ja auch ein Ass im Ärmel. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da an Platz 1 das Papier von SAP, gefolgt von Nel, Moderna, TUI und BioNTech. Und wir werfen einen Blick auf SAP. Einige Zeit war es ja relativ ruhig um SAP. Nun gibt es wieder Neuigkeiten. Wie heute bekannt wurde, baut SAP Hongkong seine Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kunden Ocean Park in Hongkong aus. Mit SuccessFactors soll Ocean Park besser auf Veränderungen in technologischen Umfeld reagieren können und insgesamt als Organisation agiler werden. Die Aktie von SAP heute hingegen, die liebäugelt mit der 100-Euro-Marke, nachdem der Technologiesektor am Vortag mit der Nasdaq ja neue Allzeithöchststände einfahren konnte. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.